Ich empfinde die Musik von Schubert als eine Erweiterung meiner eigenen Emotionen, aber nicht die Gefühle, die man leicht oder selbstverständlich ausdrücken kann. Schubert weckt die Emotionen, die tief in unserem Wesen versteckt sind. Die Phrasen sind extrem lang, die dehnen sich in die Zeit und wiederholen sich immer wieder. Und ich habe immer das Gefühl, die Intervalle treten vorsichtig ein. Er zeichnet schon bestimmte Konturen, bestimmte Linien in seiner Musik, aber letztendlich lässt er uns frei musizieren. Und durch diese Freiheit schenkt er uns innere Ruhe. Ich habe Schubert eigentlich durch seine Liedkunst kennengelernt. Deswegen ist für mich sein Klang reine Poesie. Und es kommt alles vom Gesang her. Der Zusammenhang mit meiner vorigen CD, die Doppelgänger-CD, ist eben die Wanderer-Fantasie, wo im zweiten Satz das Thema von dem Lied der Wanderer zu hören ist. Der Text von diesem Lied ist sehr bedeutend und hat mich sehr viel inspiriert. Da erscheint eine sehr wichtige Idee. Das ist die Idee von einer unerwiderten Liebe, ein unerreichbares Glück. Der Text endet mit dem Satz: Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück. Das ist für mich die Botschaft der CD, mit sich selbst umzugehen, die eigenen Ängste zu überwinden, weil Schubert eigentlich sehr mutig ist. Er zeigt das nicht ganz offen, aber er gibt uns sehr viel Kraft.